missed the best fucking show they ever fucking saw. Your mistake. Überzeugte Worte von Meatloaf, 2 Stunden vor dem Konzert in der Katakombe vom Hallenstadion. Dort ist auch eine Gruppe von jungen Wettbewerbsgewinnern auf den Superstar getroffen. Wir hatten jetzt gerade das Meet and Greet mit dem Meatloaf. Er hat gesagt, er nach dem Konzert hätte er keine Socken mehr an, er rockt euch weg. Denkt ihr, wird das so sein? Ja, wir hoffen es mal, ja. Wer weiß. Was erwartest du von der Show? Ja, ich weiß eigentlich nicht ganz viel von ihm. Also ich wollte es einfach mit ihm mitkommen, aber ich hoffe, es wird gut. Nehmen wir es an. Wie war das gewesen, jetzt so ein Star da im Kabinengang vom Hallenstadion zu treffen? Noch komisch. Mal etwas anderes, aber es war noch lustig gewesen. Und kurz nach der 8. die Show im 2/3 leeren Konzerttempo fängt an. Damit du etwas aufrichtig und ehrlich überbringst, und viele Rockstars machen das eben nicht, musst du das Konzept kennen. In one sentence, what do you think is the concept? Well, the concept is that it's like this. Real actors. Das Konzept ist so. Schauspieler spielen nicht, Sänger singen nicht und Künstler tun nicht künstlerisch. Sie sind es einfach. Don't perform. They just are. So if you describe yourself, what are you? I am. Und gewesen ist er gestern Abend, der Hackbraten aus der Rockwelt, mit seiner Statur und Energie, seiner Stimme und Gitarre. Riesige Show von einer 7-köpfigen Band, dabei auch Frau und Tochter, bombastisch und gewaltig wie immer beim Meatloaf. Und doch, der grosse Aufwand und das perfekte Licht konnten nicht über Schwachstellen hinwegtrösten. Viele Leute sind schon nach einer Stunde gegangen, trotz der guten Stimme vom Star. Die Qualität vom Sound ist vor allem in der ersten Hälfte des Konzerts unangenehm für die Ohren gewesen. Aber vielen, in erster Linie den Meatloaf-Fans, hat es gefallen. Und hat es heute Socken abgezogen beim Konzert? Auf jeden Fall! Wie haben Sie es gefunden? Voll super gewesen. Irrsinnig. Total genial. Was hat am besten gefallen? Puh, der Schluss vor allem. Apropos Schluss, der Meatloaf wird nach dem Hallenstadion auf der Weiterfahrt seiner Linie sicher treu bleiben. If you're real, you're real. So that's, it's like, it's just, it's not a matter of behavior. Wenn du real bist, bist du real. Es kommt nicht aufs Benehmen drauf an, sondern dass du machst, was du machst und bist, wer du bist. Ich muss nicht etwas vormachen, mit Sonnenbrillen und Ziggy so da sitzen. Solche Leute sind Hasenfüße.